rein. So, das ist meine Stube. Oh, wie er sich freut. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in dem heimischen Klosett von Timo noch. Hier haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Und in dieser Folge, müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich würde zum einen schauen, ob der Schlauch wieder da ist. Den haben wir ja in der letzten Folge, haben wir den leider abgerissen. Wie gesagt, da müsste eigentlich wieder da sein. Ich habe das Spiel ja neu gestartet. Und zum anderen würde ich gerne mal gucken, was für ein saftiges Bußgeld auf uns wartet. Denn wir haben ja beim einen Kunden ein bisschen Gülle abgelassen, damit wir überhaupt alles mitnehmen können. Sonst hätten wir zweimal zur Kläranlage fahren müssen. Das haben wir einmal dort abgepunkt, das müsste rein theoretisch vom Spiel automatischen Strafzettel zu Hause sein. Das würde ich heute gerne mal in der Folge überprüfen. Das heißt, mehr ist aktuell auch gerade nicht wirklich machbar. Wir könnten hier noch ein paar Kähde ausstellen. Ich bin ja mit der Planung schon ein paar Folgen voraus. Das ist ja jetzt die 197. Folge, das heißt drei Folgen, dann haben wir die, also noch zwei Folgen und dann kommt die 200. Folge und ich bin schon am überlegen, was wir da so Schönes machen. Habt ihr Wünsche, Wünsche, Anregungen, schreibt es einfach mit in die Kommentare und wir sehen, der Schlauch ist wieder da, also wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Wir können weiter Gülle-Jobs machen. Gut, wir haben einmal voll getankt. Das hat auch wieder eine Ewigkeit gedauert. Zack, Rannensteuer. So, da haben wir schon mal das erste wunderbar überprüft. Jetzt heißt es nach Hause düsen. Und mal gucken, was uns da Schreckliches erwartet. Ich wollte gerade sagen, ich drücke da gar nicht mehr. Warum rührt der Motor weiter? Und warum leuchtet die Öllampe? Weil Öl auf Null ist. Aber ich kann auch bei dem LKW gar kein Öl nachfüllen. Ach, das ist low, okay. Das muss mal einer sagen. Handbremse lösen, erster Gang. Was brummst du denn jetzt? Einfach irgendwelche Knöpfe drücken, wird schon richtig sein. Oh Mann. Diese Fahrzeuge machen mich fertig. Fertig. So, ab nach Hause. Hört das auch irgendwann mal auf? Hallo. Okay. Mann. So. Kommt nix, können wir düsen. Sag's euch, wenn jetzt noch eine Polizeikontrolle kommt, ist vorbei. So, 100 sind erlaubt, wir sind gerade bei 50. Come on! Da geht noch mehr. Bin gespannt, was für eine Strafe auf uns wartet zu Hause. Ist das rein theoretisch, müsste vom Spiel her. Ja, du kriegst den vierten Gang. Das ja erkannt worden sein. Automatisch, Leiter. Und daraufhin müssten wir einen Strafzettel zu Hause haben. So, bergab. Perfekt. Und. Da. Wir nutzen den Schwung einfach mal aus. Ein bisschen lenken. Hoffen, dass er gleich wieder anspringt. So, erster Gang. Ich glaube, wir hätten weiter hochschalten müssen. Beziehungsweise vielleicht vom Gas gehen müssen, ich weiß es nicht. Wenn er zu hoch torisch dreht, schaltet er sich ab.
egal im Low oder im High, wie wir es jetzt festgestellt haben. Ja, gut, ne? Gut zu wissen. So, wenn wir die Blinke-Blinke wieder ausmachen. Gefahrenquelle ist vorbei. So, ich würde auch gerne einfach mal weiterfahren. Jetzt hier nicht durch die engen Schluchten wieder fahren mit dem riesen Ding. Das Unfallrisiko ist mir zu hoch. So, sechster Gang. 100. Wir sind gerade bei knapp über 90, gehen jetzt auf die 100 zu. Und ich hoffe, wir werden mal auch wieder hier in dieser Folge nicht sterben. Das wäre mein sehr guter Durchschnitt. Ich gehe einfach mal von der... Wenn dir so ein LKW entgegenkommt, dann gute Nacht. Eigentlich kommt kein Gegenverkehr, der ist gerade durch. Eieieiei. LKW außer Kontrolle. Ah, das ist am Fahren. Jetzt kommt der Gegenverkehr, aber alles gut. Passiert nichts. LKW ist unter Kontrolle. So, jetzt mal wieder auf 100 km/h Spitze. Das, was wir fahren dürfen. Und ich hoffe immer, wenn ich diese Elch-Schilder sehe, also ein Warnschild vor Elchen, dass wir endlich mal einen sehen. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Ich habe auch mal offline geschaut, weil eine ganze Folge, wo wir mal Elche suchen und dann nichts sehen, ist echt langweilig. Da hatte ich schon mal eine Folge gemacht, aber das kannst du keinem antun. Ja. Nö. Der Elch lässt sich nicht blicken. Wir hatten mal in irgendeiner Folge, hatten wir mal, glaube ich, das Hinterteil gesehen. Vielleicht kommt ja noch was. Könnt ihr auch zur 200. Folge einfach mal, wenn ihr das wünscht, auf Elchjagd gehen. Aber wie gesagt, es könnte geringfügig langweilig werden. Das muss ja auch nicht sein, aber wenn ihr es euch wünscht, schreibt einfach mit in die Kommentare. Wir müssen jetzt erstmal hier die Kurve kriegen. Kein Gegenverkehr, da können wir mal auf die Gegenspur. Ich war ja, ja. Meine Spur. Ach ja. Bisschen erinnert mich das ja, wenn wir mit dem LKW fahren, hier irgendwie an den Euro Truck Simulator. Nach links, nicht nach rechts. Jetzt nach rechts. Come on. Ein Glück sieht das die Polizei nicht. Eieieiei. Wenn die das sehen würde, die denken, wir hätten gesoffen, Alter. So. Das auch mal geklärt. Können wir jetzt den LKW mal langsam... Okay, Blinker setzen. Einfach mal runterschalten. So. Zack. Na, fang dich. Kommt sogar der Benzinkanister vor uns besuchen. Sehr schön. Okay. So. Vielleicht noch mal den Blinker setzen. Heute soll mal der Typ in dem grünen Auto kommen. Das ist Duell Verlierer. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich mache jetzt hier mit dem LKW definitiv keinen Platz. Vorsicht. Kurve. Ei, da kommt er. Ich sag's ja. Das verliert er. Lebt er noch? Lebt er noch? Also, wir sind nicht mal angeschnallt. Oh, war ja. Ja, ich sag ja, das verliert er, das Duell. Ey, da hast du deine Tage? Oh, wie so ein Baby in der Fötusstellung. Der Mecker, Mama. Töchtern. Komm mal mit. Ich zahl dich raus, wenn es sein muss. Komm mal her. Wartet. Entschuldigt, das muss ich mal ausprobieren. Das muss man. So, wir aktivieren mal unsere Manneskraft. Hallo, komm mal raus da. Los jetzt hier. Ja, komm. Ich sehe da die Füße schon. Du rauskommen. Komm mal raus hier. Komm mal raus.
Hallo, ich hoffe, du sollst mal rauskommen. So, vielleicht. Vielleicht noch nicht. So, jetzt stehen wir drauf. Ja, der liegt immer noch drin. Die faule Sau, die soll mal rauskommen. Hallo. Komm mal raus. So, jetzt. Jetzt haben wir dich. Jetzt kriegst du dich raus. Komm, los jetzt. Der hat einen Schnaps wieder hinten drin liegen, dieser Saufbold. Aber selbst die kriegst du nicht raus. So. Ich will einfach eigentlich nur den Typen haben. Guck mal, wie der sich dort festkrallt. Wie der nur so tut. So, ja, komm. Hallo. Ja, wie geht's dir? Oh, ist so eine Süße, der winkt. Sehr schön. So, hier der Schwer verunglückt. Ah, jetzt geht die Tür auf. Warte mal, ich will das haben hier. Mein Schnaps. Zack. So. Komm mal mit, mein Freund. Möchte hier reinpressen? Natürlich nicht, oder? Doch, aber das LKW-chen wackelt rum. Gut, wir. Jetzt kannst du den Typen nicht bewegen. An Schultern und Beinen, das kannst du knicken. So, guck dir an, wie er den Arsch rausstreckt, dieses Schwein. So, Witzescheibe, scheißegal, die wird mit Neustart ersetzt. Zack. So. Jetzt haben wir einen neuen Freund. Wieso geht die Tür nicht zu? Weil der sein Dickschädel ja dazwischen hat, oder? Geh mal. Oh Mann, diese Typen, Alter. Immer diese Anhalter, weißt du? Fahren die Karre zu Schrott. Hier, du kannst dich da hinten hinlegen, hab ich gesagt. Aber sie zischt den Arsch ein, Alter. Boah, ist das eklig. Schenkel, dann ziehen wir ihn halt am Schenkel. Das ist eine Unverfrorenheit. Jetzt, ja. Sehr schön. So, Drive Mode. Nee, Drive Mode ist falsch. Vielleicht jetzt, okay. Gut. Ja, nichts dort dann da. Let's go nach Hause. Wir haben einen neuen Freund. Da. Aber um deine Karre musst du dich dann selber kümmern, ne? wenn du hier wieder fit bist, mein Freund. Ich sag's noch. Der hat keine Chance. Er soll das lassen. Er provoziert es trotzdem. Weil er sieht doch, dass wir kommen. Beziehungsweise konnte man es auch wunderbar hören. Sehen Sie so, dass unser LKW gerade leise ist. So, come on. Dann rammeln wir einmal übers Weizenfeld. Bum, 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 bum. Dann los. Alles gut? Oh, ich muss hier rüber. Entschuldigung. Muss ich mich ja um meinen Passagier kümmern. Hallo und herzlich willkommen an Bord von Ryanair. Wir bringen Sie in den sicheren Tod. Ich hoffe, Sie haben vorher bezahlt. Das war's natürlich Taxi oder so. Also man kann ja bei dem Typen hier, glaube ich, auch sogar mitfahren. Däumchen hoch, wenn der vorbei fährt, dann hält die Hand. Dann fährt er einen auch sogar mittlerweile dank Updates bis nach Hause. Das könnten wir da auch mal machen. Wenn das Taxiunternehmen, das wäre auch natürlich geil. Oder wir tun ein bisschen bei Timo arbeiten in der Bar. So eine Nachtschicht. Ah, das wäre schön. Also das mit dem als Taxi, das würde klappen. Das wäre eigentlich leicht umzusetzen. Du hast ja genug Leute hier mittlerweile im Spiel, der irgendwo von A nach B fahren kannst. Das mit dem Barjob natürlich ein bisschen schwieriger, wenn die kommt ja keiner zu dir und bestellt was. Da sind die Ähnlichen, die dauernd in der Bar sind, sind die zwei Süffköpfe, die sich da auch halbwegs die Fresse polieren. Auf Hochdeutsch gesagt. Oder sich die Kinnspitze kraulen, ich weiß es nicht. Ja. Was soll man dazu sagen? So. Bam, bam. So, wir machen hier einen kurzen Zwischenstopp am Briefkasten. Wir müssen mal abcheckern. Oh, der wieder im Bremsweg, ey. Unterscheiden. Greifen wir raus. Tür auf. Danke.
Zack, ja, war klar, war klar. Police! Was? Zweimal Police? Du willst mich jetzt verarschen, oder? So, wir hören mal auf Englisch. Ja, das war alles klar. Illegal Dumping of Waste 2407 Liter. Das weiß der hier nicht auch. Woher will er das sehen? Da muss ja so nah an diese Uhr stehen. 5700 Mara weg. Nicht. Wo ist die Uhr? Hier. Woran? Hier. Da musst du schon so dastehen, um so zu gucken, weil von hier erkennst du das nicht wirklich. Oh Mann. Okay. Für haben wir jetzt $5000 einfach an Strafe bezahlt, dafür, dass wir 2400 Liter beim Kunden gelassen haben. Also wir haben sie eigentlich über dem Gulli-Loch da wieder abgepumpt. Umweltverschmutzung. Oh Mann, die haben echt Probleme hier in diesem Staat. Ich verstehe es nicht. So. Auch schon sagen, Home Sweet Home, Alabama. Fuck. Ja. Gucken wir mal, ob wir das rückwärts einparken noch können. Erstmal schön gegen die Hausfassade, was soll's. Was kosten die Welt? So, Ladies and Gentlemen, wir sind zu Hause. Ah, da ist ja noch dicke Luft. Ist ja noch dicke Luft. So, also, der Schlauch ist wieder da. Nach dem Neustart, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ist also wie mit den Münzscheiben, die werden auch ersetzt. Bei Spiel Neustart. Und wir haben eine Strafe von 5000... irgendwas bezahlt. Das kriegst du jetzt nicht mehr hier hingelegt. Sonst waren ja hier mal gleich die Strafzettel da. Ne, die kriegst du jetzt per Post. So, 1, 2, 3, 4. Wir hatten 5 Kunden, das macht 5000, 6000. Alles klar, wir haben ein sehr schönes Minusgeschäft gemacht, glaube ich. Mit dieser illegalen Entsorgung. Oh Mann, Alter. Nee, nee. Ich sag's euch, es bringt nichts. So, dann gucken wir mal, ob wir unseren Freund noch hier rauskriegen. Ohne männliche Superkraft. Ist halt ein bisschen... bisschen schwierig. Na komm. Alter, los jetzt! Zerrt Speinhorn raus, Alter. Weil der schnarcht noch nicht mehr. Also könnte man eigentlich denken, dass er tot ist. Aber keine Angst, in der nächsten Folge düst er wieder mit seinem grünen Auto durch die Gegend. Der will echt Dresche kriegen, Alter. Du kannst auch nicht den Kopf auswählen oder so. Nein. So, raus mit dir. Bumm. Alter. Wie Bud Spencer und Terence Hill. Ich will schlafen, lass mich in Ruhe. Jetzt versuchen wir den mal höflichst an den Beinen zu ziehen. Höflichst. Wir sind nicht auch zu leichen. Aber wie gesagt, in Maisomaka stirbt ja keiner. Aber es ist die Arschritze. Ist das echt die Arschritze? Ich hoffe nicht für dich, mein Freund. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem miteinander. Boing. Erstmal schön den Kopf eingenischelt. So, komm, wir sind noch lange nicht. Sagt ihr, saufen wie die Großen, aber fahren wie die Kleinen. Jetzt zieht er mal den Kopf ein. Zieh den Kopf ein. Komm, ich hab was für dich, komm mit. Ja, super. Fein machst du das. Fein. So, das ist meine Stube. Oh, wie er sich freut. Ah, oh, wie er sich freut. Das erste Mal, dass wir hier Besuch haben, kann das sein? Also, bis auf unseren Kill-You-Typen und die Polizei ist das unser erster Freund, der uns zu Hause mal besucht. Mama, Papa, ich habe Besuch mit, ich hoffe, das ist okay. Hey. Der ist auch ganz ordentlich, ein bisschen Arschritze guckt raus, aber ansonsten ist er in Ordnung. Zumal das, ich merke mir das nicht, entweder ist es unser Onkel oder unser Cousin.
Mama, Papa, ich habe unseren Onkel bzw. Cousin mitgebracht. Ist das in Ordnung? Brauche ich gar nicht fragen, die sind ja gar nicht da. Der ist auf jeden Fall schwerer, als er aussieht. Nimm doch mal. Du willst zur Familie gehören, weißt aber nie, wie man eine Couch benutzt, Alter. Das ist echt, du bist ja so da. Auch Hauptsache ein Schlangtattoo, ne? Ja, man freut sich wieder. Ach, ist das schön. Das ist schön. So, was passiert, wenn ich jetzt hier die Manneskraft im Haus anmache? Ich hoffe nicht, dass das Haus in die Luft gesprengt wird. Zack. Jetzt sieht er ein bisschen aus wie Satana, der auf allen Vieren läuft. Pum. Das ergibt auch ein gutes Bild, oder? Diesen Fischschnaps da auf dem Tisch umgefallen und der tot. Besoffen. So, komm, ich will mit dir noch ein Bierchen trinken, bevor die Folge zu Ende ist. Wir haben hier Zuschauer. Benimm dich doch mal. Geh doch. So. Jetzt machen wir die Manneskraft aus. Zack. Sehr schön. So. Pass mal auf. Du kriegst... Nee. Hier kriegst du ein Bier. Warte. Ah, so. Du hast ein Bier. Und ich nehme mir auch eins. So, mein Freund, ich komme zu dir. Prösterchen, lass es dir schmecken. Wir haben endlich mal Besuch. Kann man gar nicht so nachmachen. Und wir haben endlich mal Besuch zu Hause. Möchtest du ein bisschen Fernsehen gucken? Warte, ich bin ja noch... ich bin ja nicht so. Guck mal hier. Notruf 112 kommt. Der Klassiker. Mit Hans Meiser. Das in Finnland. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich hoffe, du freust dich. Der Arm, ja, er freut sich. Ich freue mich, danke für die Einladung. Ich habe mir nur meine Hand gebrochen. Boom. Okay, ich glaube, der liegt im Koma. Oh ja, der hat schon wieder heimlich gesoffen. Oh, Telefon. Das nehmen wir noch an. Möller-Schmidt bei... Ach, nicht schon wieder, Oma. Ich hab dir da erst Milch und Wurst und Zucker gebracht. Warum kannst du denn nicht in die Stadt gehen? Hier geht's dir nicht gut, nein? Warum geht's dir nicht gut? Was hast du denn? Krebs? Eine Gehirnerschütterung? Ja, ich bring's dir. Irgendwann. Ja? Tschüss. So. Unser Freund, der schläft mittlerweile. Ach komm, was soll's. Wir sind, in meinem Bett schläft er aber nicht. Wir sind mal so freundlich. Zum Abschluss pippen wir erstmal in die Bude rein. Geil, mega. So, komm mal mit, mein Freund. Zack, hier kannst du, meine Eltern sind eh nicht da. Aber wenn du pingst. Ja, unterm Bett sind keine Monster. Brauchst du keine Angst haben. So. So. Ach, guckt euch an. Sieht das? Ah, das ist doch ein schönes Bild. Er schläft seinen Rausch aus. Falls du Durst hast neben dem Bett unter der Kommode, findest du was zu trinken, ne? Dann schlaf mal gut, ne? Und nimm die Finger von meinem Geldkoffer, ich sag's dir. So, gute Nacht. So, dann würde ich sagen, wir machen den Fernseher aus. Und dann beenden wir diese Folge. Wir sind am Ende mit dieser neuen Folge von Mai Sommerkar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch mit einem positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein Abo. Würde mich riesig freuen. Damit unterstützt ihr mich ungemein. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ob wir Oma ihre Bestellung vielleicht liefern können. Und ja, an dieser Stelle, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen leise, weil... Unser Besuch, der schläft auch schon. Den wollen wir ja nicht wecken. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.